Sparen Sie sich Zeit beim Suchen und Recherchieren und durchstöbern Sie unsere ganzheitsmedizinische Datenbank mit der integrierten KI-Sana auf Wikisana. Antibiotikaeinnahme bei wiederkehrenden Blasenentzündungen ist keine Lösung. Zumindest, wenn wir von einer langfristigen Lösung sprechen und nicht einer mitunter kurzfristigen symptomatischen Lösung. Was es aber dabei zu beachten gibt und was dann tatsächlich die wirkliche Lösung ist, das erfahren Sie jetzt. Herzlich willkommen, Daniel Hertig und Robert Kaczynski. Ja, schön, dass ihr wieder beide da seid. Das heißt, man muss schon von Anfang an differenzieren. Du hast ja erwähnt, kurzzeitig, durchaus, langfristig mit Fragezeichen. Genau. Jetzt muss man auch definieren, was ist kurzzeitig und was langfristig. Klar, absolut. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, ich habe bewusst den Titel gewählt, wiederkehrende Blasenentzündung. Also sprich, wenn es um eine akute Blasenentzündung geht, muss man ja immer erstmal prüfen, ist es überhaupt bakteriellen Ursprungs? Das kann ja sein. Und dann ist natürlich das Antibiotikum mitunter auch nicht die falsche Lösung. Nur wenn, und das erlebe ich viel zu häufig, gerade Frauen mit immer wiederkehrenden Blasenentzündungen kommen und immer wieder wird Antibiotika gegeben, es wird aber nie geprüft, haben wir überhaupt eine bakterielle Belastung, dann ist es eigentlich klar, dass das Ganze nicht die Lösung sein kann. Trotzdem sehe ich es viel zu häufig in der Praxis und man muss einfach auch darüber aufklären, was dann eine ständige Antibiotika-Einnahme für Folgen hat und was da auch sowohl an Nebenwirkungen wie auch an Langzeitwirkungen kommen. Das heißt, es ist natürlich umständlich, wenn man eine akute Blasenentzündung hat und diese auch jetzt nicht sehr häufig hat und man überprüft und sieht, ja, es sind Bakterien, die diese auslösen, dann spricht natürlich nichts dagegen, Antibiotika zu nutzen. Aber wenn ständig das wiederkommt, man weiß gar nicht, sind Bakterien da am Werk, und man nimmt es trotzdem und es funktioniert nicht, dann spätestens dann sollte jedem eigentlich klar sein, dass das nicht die Lösung sein kann. Hier soll es ja vor allem darum gehen, was ist denn dann die Lösung? Und genau darauf kommen wir jetzt. Es geht wie immer darum, jedes Thema, jedes Symptom wie eine wiederkehrende Blasenentzündung kann verschiedene Ursachen sein. Eine habe ich angesprochen, bakteriell. Es gibt aber auch sehr, sehr viele andere Ursachen. Und das heißt, es gibt natürlich auch viele Lösungen. Das heißt, damit wir wissen, welche Lösung es braucht und welche Ursache da ist, testen wir kinesiologisch mittels unserem Resonanzkonzept, um der Klientin auch vermitteln zu können, welche Lösung es jetzt in diesem Fall braucht. Und da reden wir natürlich von spezifischen Stoffwechselkomplexmitteln, wie jetzt auch einem Formsafe, was auf alle Schleimhäute geht, wie auch eben die Blase. Aber es geht natürlich häufig auch darum, mittels frequenzspezifischen Mikrostrom regulativ auf das Blasengewebe einzuwirken. Das heißt, ich als Osteopath und Heilpraktiker habe natürlich auch häufig schon Frauen mit Blasenentzündungen, die ich osteopathisch behandle. Auch da teilweise mit großem Erfolg, aber natürlich nicht immer, weil eine rein körperliche Therapie nicht immer die Lösung dafür ist. Erstaunlich häufig kommt es aber auch mit von der Psyche. Das heißt, es gibt ja, es ist schon lange in der Psychotherapie bekannt, dass es für jedes Organ eine Symbolik gibt. Das heißt, wenn Frauen wiederkehrende Blasenentzündung haben, ist eine meiner ersten Frage, stehen sie unter Druck? Und da reagiert jede Frau und sagt, ja, massiv. Ich muss den Haushalt schmeißen, ich habe 3 Kinder, ich habe noch einen Job. Mein Mann kümmert sich nicht um das, ich muss alles alleine machen. Ich habe vielleicht noch meine Mutter, die ich pflegen muss. Also es ist häufig auch so ein Fall, wo die Frauen massiv unter Druck stehen. Und das zeigt sich dann an der Blasenentzündung. Es gibt auch viele Formen, wo es gar keine echte Blasenentzündung ist, sondern eine Pseudo-Blasenentzündung. Auch das wird selten überprüft. Und das heißt, man muss natürlich gucken, auf welcher Ebene muss man da arbeiten. Ich bin kein Freund davon, solche pauschalen Aussagen dann zu haben wie, ja, dann brauchen Sie weniger Stress und dann müssen Sie mehr meditieren und mehr in die Natur gehen, weil eine Mutter in der Situation, die bedankt sich für die Aussage und sagt, was soll ich jetzt damit anfangen? Das heißt, wir brauchen ja wirklich echte Lösungen. Und das zeigt sich häufig eben in spezifischen Produkten, wie jetzt einem Formsafe und oder auch in spezifischer, frequenzspezifischer Mikrostromtherapie, die einfach meine osteopathische Arbeit um ein Vielfaches unterstützt und, das ist auch ganz besonders, die Klienten auch von zu Hause machen können. Das heißt, wir verschicken diese Geräte auch zu den Klienten, weisen die ein, sodass sie selber sich damit auch behandeln können. Und das ist natürlich auch für viele ein sehr, sehr großer Vorteil und Fortschritt. Wobei, Daniel, ich die ersten Vorschläge eigentlich auch nicht so schlecht finde, darüber nachzudenken, mal runterzufahren,
ab und zu mal ein paar Sachen abzugeben, mal aufzuräumen und dann unterstützen vielleicht mit Komplexmitteln. Ne? Weil sonst, wenn ich ja das eine ja nicht löse, will ich ja die ganze Zeit immer da, dagegen steuern. Ne? Absolut. Das ist klar, dass wir da von Don Quixote reden, weil der Herr gegen die Windmühlen kämpft. Wir sind genau in dieser Situation. Es nutzt nicht viel, wenn wir da immer wieder sagen, was diese Betroffenen machen sollen, weil das ja wahrscheinlich in vielen Fällen eben genau nicht möglich ist. Und sie genau wissen, dass das eine gute Lösung oder ein guter Lösungsweg wäre. Es ist so, dass man natürlich dann mit der Zeit einfach eine kurze Frage stellt. Wie sehen Sie denn das, wenn Sie so stark unter Druck sind, wenn Sie würden ein bisschen mehr Ihrem Mann delegieren? Und dann kommt die Antwort, das geht gar nicht, oder? Und somit hat sich das erledigt. Und das heißt, die Bereitschaft auf der anderen Seite in ihrem Stress- und Work-Life-Balance etwas zu ändern, ist in vielen Fällen gar nicht da oder eigentlich einfach nicht möglich. Mit Kleinkindern und was weiß ich was alles noch und vielleicht noch sogar alleinerziehend. Und das sind so viele Faktoren, die es in der heutigen Zeit fast verunmöglichen. Und dann kommt natürlich auch der Schulstress dazu. Also wenn die Kinder in die Schule gehen, der heutige Leistungsanspruch an die Kinder ist so hoch, dass das die Eltern mitstresst und krank macht und auch unter Druck bringt. Die Eltern oder die Mütter hauptsächlich dann natürlich sind dann krank, weil sie gestresst sind, dass ihre Kinder mit diesem Druck nicht aufnehmen können und selber krank werden. Also wäre schön, aber ich glaube, dass wir da auch lieber akute Themen relativ schnell lösen können, Lösungsansätze geben können. Und das ist für jeden anders. Und es ist klar, unser Lieblingssatz ist dann, in solchen Situationen gibt es nur eine Lösung, das ist das Immunsystem zu stärken. Also das ist unser Lieblingssatz. Also bei welchem Thema müssen wir nicht das Immunsystem stärken? Also entgiften und Immunsystem stärken, wenn wir diese zwei Sachen machen, dann haben wir 90% der Krankheiten weg. Ja, da können wir aber noch reden und reden und reden, das nützt nichts. Ja? Weil es muss da irgendwo in die Köpfe der Menschen rein, dass das die zwei Probleme sind. Wir haben zu viel Stress im Sein auch von Giften und von Strahlen und auf der anderen Seite haben wir deshalb ein zu schwaches Immunsystem und dann passieren alle diese Sachen. Es ist ganz klar, aber was passiert in den meisten Fällen? Wir haben irgendein Bakterium, das es geschafft hat, über das Blut und über die Lymphe in der Niere zu landen und dann in der Blase ihr Unwesen zu machen. Vielleicht sind sogar noch Pilze dabei, aber vielleicht haben wir dort in der Blasenschleimhaut auch Gifte drin. Vielleicht haben wir dort jedes Mal, wenn das Urin in der Blase wartet, haben wir vielleicht eine Giftablagerung und müssen das Gift wegmachen. Und das sind die Sachen, die wir natürlich rausfinden und dass wir kinesiologisch testen und fragen, wo müssen wir jetzt ansetzen? Und das ist, obwohl deine Frage die richtige ist, ist das nicht die Lösung in fast allen Fällen, weil die kommen ja zu uns, weil sie Hilfe suchen, weil die Selbsthilfe nicht mehr klappt. Und sie sind froh, wenn sie ihren Alltag weiter machen können. Mit der Nano-Campo-Matte können sie das Immunsystem in der Nacht stärken, schlafen besser, also haben am Morgen mehr Energie, also ist ja... In einem Ding sind alle ihre Probleme weg mit einer Lösung, oder? Muss nicht sein, aber kann sein, oder? Und das testen wir und da wollen wir helfen und ansetzen, weil der andere Weg, immer versuchen, gegen diese Bakterien zu kämpfen, ist einfach ein aussichtsloser Weg, weil die Bakterien ja nicht doof sind, die wollen ja leben, oder? Und die können sich gegen ein aktives Immunsystem gar nicht wehren. Aber gegen ein immer wieder gleiches Antibiotika, ja, da können sie sich dagegen wappen. Und genau das passiert ja. Und wir haben ja das Problem jetzt in der ganzen Tierindustrie, dass wir immer gefährliche Situationen haben, dass die Tiere immer mehr Antibiotika und Breitbandantibiotika und was weiß ich was bekommen. Und diese essen wir ja. Und das alles haben wir in unserem Körper dann in irgendeiner Form. Ja, bekommen wir die, oder?
Und all diese Geschichten schwächen unser Immunsystem. Wenn wir natürlich immer Fleisch essen, das voll Antibiotika ist, können wir doch nicht erwarten, dass das Antibiotika, wenn wir es dann wirklich aktiv brauchen, auch eine hundertprozentige Wirkung hat. All diese Geschichten weiß jeder, oder? Und trotzdem ist es so, dass in dieser Situation die meisten dann zu uns kommen, weil sie selbstständig nicht weiterkommen. Oder? Mhm. Würde auch die Mathe den Einsatz von Antibiotika vielleicht komplett lösen? Sicher, würde. Das heißt immer die Frage, müssen wir testen? Wir würden nie behaupten, dass es so ist, sondern wir würden nur behaupten, dass es so wirkt. Weil das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Wir können testen, gehst du in Resonanz mit der Mathe, dann können wir testen, brauchst du das immunstärkende Programm für Bakterien. Weil dann tötet das System natürlich, wenn es sich aufbaut über Monate, auch die resistenten Bakterien. Weil das Immunsystem kennt keine resistenten Bakterien, nur die Antibiotika. Also das Immunsystem frisst alle, das müssen wir wissen. Also ist doch klar, dass wir ganz andere Resultate haben, aber wir können nicht hingehen und sagen, das passiert dann. Sondern wir können hier sagen, was die Information, die wird gelöscht mit hoher Wahrscheinlichkeit, vielleicht sogar mit 100% Wahrscheinlichkeit, was aber der Körper mit dieser Informationsveränderung machen, das ist, wir sagen dem auch eine göttliche Fügung, weil wir machen es ja nicht, sondern wir geben dem Körper die Energie, dass er das mit dem Universum in Ordnung bringt, dass er das mit der Natur verbindet und er selber macht. Und da können wir keinen Einfluss haben. Und bei einer 80-jährigen Person mit Blasenproblemen und bei einer 40-jährigen Person wird nicht das Gleiche passieren. Da ist die göttliche Verbindung, wenn sie noch so gut ist, dann auch wenn 100% der Information gelöscht ist, können wir doch nicht davon ausgehen, dass die Zellen noch in der Frische sind mit 80 Jahren, dass sie das gleich gut machen wie mit 40 oder mit 20. Das ist eine Realität und wir werden alle älter, zum Glück auch. Und wir müssen nur schauen, dass dann mit 80 oder noch älter der Stoffwechsel so gut funktioniert, dass das Immunsystem immer noch so stark ist, dass wir keine immer wiederkehrenden Blasenentzündungen bekommen. Felix, wie viele Fälle hast du in deiner Praxis bereits lösen können, ohne dass der Einsatz von Antibiotika notwendig gewesen wäre? Also dass sich vielleicht Klienten bei dir gemeldet haben, Antibiotika hilft nicht und dann stellt sich heraus, sie wählt einen anderen Weg und dann gibt es einen entsprechenden Erfolg. Ja, also man muss das vielleicht differenzieren, akut oder chronisch. Bei den akuten, wenn es wirklich bakteriellen Ursprungs ist und nicht so häufig vorkommt, sehe ich das nicht so kritisch, Antibiotika da einzusetzen. Wenn wir jetzt von genau diesen Fällen sprechen, chronische Fälle, wo wir sicherlich schon einige Hände voll hatten in der Praxis, haben wir sehr, sehr gute Resultate. Natürlich ist es abhängig vom Problem, wie groß das Problem ist. Das kann mal Wochen, mal Monate auch tatsächlich dauern, 2-3 Monate. Aber wir haben bis jetzt jedem, der in unserer Praxis auch den Empfehlungen gefolgt ist, haben wir so helfen können, dass eben keine Blasenentzündung mehr wiederkamen. Natürlich muss man es immer differenzieren. Es kann auch mal sein, dass auf einmal ein psychischer Stress kommt und auf einmal triggert das wieder die Blase. Das kann immer mal wieder sein. Wir haben nie die hundertprozentige Sicherheit. Wir können immer nur testen, kinesiologisch, womit geht der Klient in Resonanz? Was möchte er also gerne haben? Wo reagiert er in Liebe mit? Und dann ist das das Beste, was wir ihm tun können. Und das heißt, die Erfolge sind auf jeden Fall sehr, sehr gut da. Nur man muss das Problem eben aus mehr als nur einem Blickwinkel betrachten dafür. Mhm. Zuschauer, die jetzt mehr darüber erfahren möchten, sich informieren möchten, alternative Therapiemöglichkeiten zum Einsatz von Antibiotika, wo finden Sie euch? Am einfachsten findet man uns unter www.selbergesundwerden.com und dort haben Sie zahlreiche Möglichkeiten, diesen besagten kinesiologischen Test durchführen zu können oder zu beauftragen, sowohl bei uns lokal vor Ort in der Praxis, wie auch über die Distanz. Ja, vielen Dank euch und weiterhin viel Erfolg. Danke sehr. Vielen Dank, lieber Daniel. Vielen Dank, lieber Robert. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, dass wir ein paar neue Aspekte Ihnen mitgeben konnten bei diesem komplexen Thema der chronischen oder wiederkehrenden Blasenentzündungen und dass Sie vor allem aus dieser Sendung mitnehmen, es gibt mehr als nur die Lösung der Antibiotika, die an und für sich nicht falsch ist, aber man muss, wie gesagt, dieses Problem aus mehreren Blickwinkeln betrachten. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und freue mich aufs nächste Mal.